Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wir haben uns jetzt 4 Folgen lang mit einzelnen Komponisten beschäftigt. Also Wien ja die Stadt der Musik. Und wenn es die Stadt der Musik ist, dann gibt es natürlich auch ein Haus der Musik. Und diesem möchte ich mich jetzt einmal ausführlich widmen. Und schon der Weg ins Haus der Musik über die Stieg gestaltet sich musikalisch. Hört mal gut zu. Ich stehe jetzt hier beim Museum der Wiener Philharmoniker. Da gibt es übrigens den netten Witz: Kommt ein Mann mit einem Geigenkasten auf der Kärntner Straße und fragt einen zufällig dort Anwesenden, wie komme ich am schnellsten zu den Philharmonikern? Die Antwort lautet: viel üben. Die Wiener Philharmoniker gehen übrigens weder auf Mozart, noch Haydn, noch Strauss oder sonst einen der ganz berühmten Wiener Klassiker zurück, sondern auf einen gewissen Otto Nicolai. Dieser Komponist, bekannt durch seine Oper Die lustigen Weiber von Windsor, hat nämlich 1842, also mitten im Biedermeier, das erste große Konzert mit sämtlichem Orchesterpersonal des K&K Hofoperntheaters dirigiert. Und dieses Konzert gilt als Geburtsstunde der Wiener Philharmoniker. Die CD-Produktionen der Philharmoniker, vornehmlich das Neujahrskonzert, räumen natürlich regelmäßig Gold und Platin im Plattenverkauf ab. Gar nicht so leicht, einen Walzer zu komponieren, geschweige denn zu würfeln. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, und so klingt das Ding dann fertig. Eines ist sicher, Johann Strauss hat seine Walzer nicht auf diese Art komponiert. Unterwassermusik, Meerestiere. Das würden vor allem Kinder mit diesen Abbildungen assoziieren und deswegen lieben sie auch dieses Universum der Klanggalerie im Haus der Musik besonders. Im dritten Stock des Hauses der Musik sind wir nun bei den großen Meister der Wiener Musikgeschichte angelangt. So, und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele davon habt ihr wiedererkannt? Kamen ja doch einige in den letzten 4 Folgen des kleinen Stadtstreichers vor. Nun, auch im Haus der Musik werden wir noch das eine oder andere Neue über diese Komponisten erfahren, die wir schon ausführlich betrachtet haben. Ihr erinnert euch sicher noch an Papa Haydn. Er war derjenige, der die Wiener Klassik mit seiner Musik eingeleitet hat. Und wie man sieht, war Home Office schon zu Joseph Haydns Zeiten bekannt. Hier sehen wir die klassische Besetzung des Streichquartetts, und zwar von rechts gesehen. 2 Violinen, eine Bratsche und ein Violoncello oder kurz Cello. Und so gerammelt voll war der Festsaal der Wiener Universität 1808, als Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung uraufgeführt wurde. Natürlich in Gegenwart des Komponisten persönlich, denn Konzertsäle gab es damals ja noch keine. Weiter geht's von Haydn zu Mozart, dem nächsten großen Meister der Wiener Klassik. Und hier im Haus der Musik hängt auch das wohl berühmteste Familienporträt der Familie Mozart. Wir sehen mit dem schwarzen Rock Vater Leopold Mozart, am Klavier sitzen Wolfgang Amadeus und seine Schwester Maria Anna, kurz Nannerl genannt. Und die etwas streng blickende Dame im Hintergrund ist Mutter Mozart.
die leider zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Gemäldes bereits verstorben war. Mozart war ja ein sehr lustiger Mensch. Und so hat er auch ein musikalisches Spiel entwickelt, in dem jedem Buchstaben eine Notenfolge zugeordnet wurde. Und das versuche ich jetzt, was bei meinem Namen rauskommt. Das war Richard à la Wolfgang Amadeus Mozart. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Keine Angst, ich singe nicht weiter, aber diesen Herrn kennen wir. Es ist natürlich Sarastro, der Oberpriester aus der Zauberflöte. Und weiter geht's zu Ludwig van Beethoven. Auch da wird's vielleicht ein bisschen was Neues zu entdecken geben. So zum Beispiel diese Hörrohre, mit denen der immer tauber werdende, verzweifelte Ludwig van Beethoven versuchte, doch noch zur Außenwelt Verbindung zu bekommen. Was natürlich so nicht stimmt, denn diese Hörrohre hat Beethoven nie verwendet. Aber die Besucher im Haus der Musik können hiermit ausprobieren, wie es klingt, wenn man wenig oder gar nichts hört. Und das tue ich jetzt auch. So Mut kann man nicht kaufen, also ich höre mir jetzt gleich mal an, wie wenig man hört bei 20% Hörfähigkeit. Hallo, bitte geht's etwas lauter. Ich kann fast nichts hören. Verabschieden wir uns also von Beethoven und besuchen wir Franz Schubert. Und da sind wir, wie auch schon in meiner Folge über Schubert und Strauss zu hören, natürlich mitten im Biedermeier gelandet. Merkt man auch am Stil der Tapete und am Möbelstück. Und auf einer Schubertiade wurden natürlich Musikstücke von Franz Schubert gespielt und das ziemlich oft auf Klavier. Nun denn, adieu, Schubert Franzl und willkommen, Walzerkönig Johann Schani Strauss. Wer erinnert sich noch an den Uraufführungsort des Donauwalzers? Es war der Dianasaal, der im Dianabad war. Und wie man dem linken Bild entnimmt, gab es mehr Bäder, in denen getanzt wurde, natürlich als die Wasserfläche mit einer Tanzfläche zugedeckt wurde. Und wir beachten hier einige der Ballspenden aus der Zeit von Johann Strauss. So, die fünf Großen, die ich schon ausführlich vorgestellt habe, die haben wir jetzt nochmal durch. Zeit für was Neues. Mahler war nicht nur Komponist, vor allem auch Dirigent. Und auf solchen Tafelklavieren spielten die Komponisten und Musiker damals zu Gustav Mahlers Zeiten. Und das muss man einfach ausprobieren. Speziell wenn man mit Kindern da ist, ist das ein Riesenspaß. Das ist meine große Chance. Einmal die Wiener Philharmoniker dirigieren und endlich entdeckt werden. Also nichts wie rein in den Dirigentenfrack und ran ans Notenpult. Was suche ich mir denn aus? Natürlich den Donauwalzer. Gratuliere, Sie werden bald die großartigen Wiener Philharmoniker dirigieren. Den hier brauchen wir auch. Ich möchte Ihnen aber einen kleinen Tipp geben, wie Sie den Donauwalzer am besten dirigieren. Das werde ich doch auch noch zusammenbringen. Sagen Sie, hören Sie auf mich zu? Das muss ich da vorne.
Sinn. Ja, was ist jetzt? Ich muss ehrlich sagen, ich spiele 37 Jahre, das war ja als Konzertor, bin jetzt der Älteste und habe immer geweint bei diesen Walzer, ja, immer wieder. Aber diesmal, es ist, hallo, ich kann nur über Sie weinen, dass mir sowas zugemutet wird, dass in meinem hohen Alter. Hey, guter Mann! Sowas, also, sei ein Skandal eigentlich. So schlecht war es doch nicht, oder? Jetzt die okay, Leute, vielleicht war es nur das falsche Werk. Ich nehme Mozart. Das muss doch klappen. Stadtstreicher, gelungen! Musikalisch kam ich rein, musikalisch gehe ich wieder raus. Gehst du schon wieder nach Hause? An diesem Flügel im Haus der Musik spielte übrigens vor einigen Jahren ein gewisser Lang Klavier und übergab quasi einen Preis an den kleinen Stadtstreicher, der damals noch kein kleiner Stadtstreicher war, sondern nur mit einem Videofilm zum Thema Mozart einen Wettbewerb gewonnen hatte.